Hallo alle miteinander. Hallo. Das sind wir wieder, die Susi und ich. Wir kochen heute wieder für euch und zwar haben wir heute etwas zum Frühstück. Ein Overnight Oats Aprikosen Crunchy Müsli. Wie der Name schon sagt, man muss es über Nacht stehen lassen. Das heißt, wir bereiten das jetzt zu und die Susi kriegt das dann morgen zum Frühstück. Allerdings nicht mit Aprikosen, weil wir keine frischen Aprikosen bekommen haben. Drum sind wir jetzt ausgewichen auf Datteln. Könnt ihr genauso gut Feigen oder Äpfel, was immer ihr wollt. Wir haben uns jetzt für Datteln entschieden. Ja, die restlichen Zutaten, also das ist jetzt heute ein Rezept für eine Person. Die restlichen Zutaten sind 4 gehäufte Esslöffel kernige Haferflocken, dann 120 ml Mandelmilch. Eigentlich kann dir doch das schon, wenn du das vorliest, schon so einsortieren, oder? Das gleich zusammenmischen, genau. Dann ein Esslöffel Ahornsirup zum Süßen. Dann die Vorführeffekt, das fällt alles am Boden. Die Datteln und 2 Esslöffel grob gehackte Haselnüsse. Ihr könnt natürlich auch jederzeit andere Nüsse verwenden. Wenn jemand allergisch ist auf Nüsse, dann einfach die Nüsse weglassen. Du warst mir zu schnell. Ich bin nicht mitgekommen. Dann machen wir es nachher. Was wir heute noch reintun, was nicht auf dem Rezept steht, das ist Chiasamen. Genauso gut kann man das Ganze ergänzen mit Leinsamen, mit Flohsamen oder anderen Samen oder Nüssen nach Geschmack. Genau, die Haferflocken werden jetzt nur mit der Mandelmilch schon vermischt. Gell? Und dann kommen jetzt die anderen Zutaten schon drauf. Die Aprikosen, bei uns eben die Datteln. Wie viel Ahornsirup mag ich? Ein Esslöffel. Könnt ihr auch weglassen, wenn ihr den nicht wollt. Oder ihr nehmt den Honig dafür, wenn ihr keinen Ahornsirup zu Hause habt. Dann machen wir noch zusätzlich die Chiasamen rein. 2 Teelöffel, da ist schon so, gell? Und die Nüsse. Die Nüsse. Und so bleibt es jetzt stehen für morgen. Und morgen gebe ich vielleicht noch ein paar Früchte rein, ein paar Beeren. Und dann wird es ein richtig leckeres Frühstück. Oder auch gar nichts, wenn ihr nichts möchtet. Sehr sättigend durch die vielen Ballaststoffe, die drinnen sind. Und gleichzeitig auch gut für die Verdauung, für die Darmflora, für das Darmmikrobiom, damit die Bakterien was zu futtern haben. Ja, und super schön zum Richten einfach. Genau. Das kann man sich abends herrichten. Und dann gibt es keine Ausreden, dass man sagt, ich habe keine Zeit, dass ich mir in der Früh Frühstück mache oder was Gesundes mit zur Arbeit nehme. Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Nachkochen. Alle, die bei der Abnehmaktion im Enjoy dabei sind, ihr könnt euch das wunderbar auch vorbereiten für euer Frühstück und seid gesättigt für die ersten Stunden des Tages. Und viel Erfolg für alle, die daran teilnehmen, wünsche ich natürlich auch. Viel Erfolg und bis bald. Bis bald. Tschüss. Hat Spaß gemacht mit euch. Und mit dir natürlich. Mit dir auch. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.